keep my wife's name out your mouth. Und damit hallo und willkommen zurück, mein Freund. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zur hoffentlich letzten Episode Stellar Blade. Jedenfalls ist das angedacht. Allerdings verbringe ich immer 20 Stunden Spielzeit im Fotomodus. Deswegen weiß ich nicht, ob wir das heute schaffen. Wie dem auch sei, letzte Folge. Es könnten also ein paar Spoiler kommen. Wer es noch nicht durchgespielt hat, der macht jetzt nicht aus. Er lässt mir ein Like und ein Abo da und guckt die Episode später. Viel Spaß bei den Highlights. Wir haben jetzt alle Dosen gesammelt, also her mit der Belohnung. Ich kann es kaum abwarten. Das ist natürlich rein für die Rüstungswerte. Holen wir uns das Ding jetzt, wo es ist. Cringe. Easy. Was haben wir da Schönes drin? Irgendwas Nützliches vielleicht mal? No. Ich liebe dieses Kostüm. Sass. Also ich bin dafür, wir beruhigen uns alle mal wieder ein bisschen. Und mein Hund am besten auch. Ich weiß nicht, ob ihr dem im Hintergrund hier bellen hört. Mann, das ist ja wie ein COD hier, als ob ihr Heckenschützen sind. Wie laut muss ich doch sprechen, damit ihr mich hört? Ich weiß es nicht, der Hund ist ganz schön laut. Oh, Jesus Christ. Das sieht ja einladend aus. Ich rieche eine Falle. Bestimmt alles Laserstrahlen hier, wenn ich hier reingebe, die sofort durchlöchert. Aber so kann man natürlich auch für die Bikini-Figur arbeiten. Oh, ich lebe. Oh. Oh, shit. Ich kann es nicht öffnen. Aber hier können wir locker rüberspringen, glaube ich, oder? Oder auch nicht. Von allen Fähigkeiten, die man haben könnte, Körperteile nachwachsen lassen, ich glaube, das ist auch mein Favorite. Dann würde ich mir auf jeden Fall mal ein Gehirn nachwachsen lassen. Beziehungsweise kann man sich was wachsen lassen, was noch nie da war? Wie dem auch sei, wir nehmen jetzt auseinander im Taki-Modus. Guck mal, ist er da jetzt irgendwie eine... Kirby! Kirby, du musst nicht bellen. Ich habe hier alles unter Kontrolle. Ich sagte nein! Hey, psst, Kirby! Ich versuche ja, Leute zu unterhalten. Mein Brot zu verdienen. Okay, er hasst mich. Warum lebst du eigentlich noch? Was zum Teufel? Ihr kriegt eine neue Phase? Alle guten Dinge sind zwei. Das denke ich mir jeden Abend nach meinem Cocktail. Denn jetzt fällt er immer noch nicht um. Der macht das jetzt nicht nochmal, oder? Das ist doch nicht dein Ernst! Wie soll ich den besiegen? Ist hier irgendwas in der Arena, was ich zerstören muss oder so ein Ding? Ist das so ein Teil wieder? Brauche ich eine spezielle Waffe? Oh mein Gott, der nimmt mich richtig auseinander jetzt. Hilfe! Aber das war doch jetzt bitte ein Volltreffer, oder? Ja, Gott sei Dank. Jo. Wie hat Wolverine in X-Men gesagt? Lass das mal nachwachsen. Werden wir hier jetzt vom Terminator gestalkt? Oder was soll mir diese rote Ansicht zeigen? Oh, da hinten ist irgendwas. Holy Jesus, ist das gruselig. So guckt Kirby immer, wenn ich in der Küche Fleisch brate. Das ist aber auch ein hässliches Viech, ne? Ich meine, das hat mein letztes Tinder-Date auch zu mir gesagt, als sie mich dann in Real Life gesehen hat. Aber jetzt mal ohne Witz, was ist das für eine ekelhafte Zyste, die hier rumhängt? So, machst du dein Äuglein nochmal auf? Wir laden nochmal durch. Oh, guck mal, wie rot das schon ist. Ein bisschen gereizt vielleicht nach dem dritten Laserstrahl in die Fresse. Na, guck mal, das bin ich, wenn ich mir Augentropfen reinhaue. Genauso fühlt sich das an. Ja, wollen wir doch einfach nur fertig machen. Wie soll ich mich da noch auf das Spiel und die Mission hier konzentrieren? Was ist das? Wie unvorteilhaft soll das bitte sein im Kampf? Ich nehme es. Du willst mir also tatsächlich erzählen, dass du diesen geilen Exosuit die ganze Zeit irgendwo in deiner Garage geparkt hattest. Und jetzt... In der letzten Mission kommst du auf die Idee, den einzusetzen, um mir zu helfen. Während ich das ganze Spiel nur in f***ing Bikinis hier bestreiten musste, hättest du mir das Ding nicht geben können, hätte ich bestimmt genauso einen geilen Arsch gehabt. Bodenlos. Ob man sich aus den Eiern ein Omelett machen kann? Also ich meine eins, was auch schmeckt. Woo! Gegner! Achso, der ist schon tot. Totgeburt. Guck mal, so sehe ich morgens aus, wenn ich mich aus dem Bett quäle. Wer hätte gedacht, dass am Ende der Bösewicht derjenige ist, der mit ganz viel Abwesenheit glänzt, ohne uns zu sagen, was er macht oder wo er ist?
Und warum hast du nur auf einer Seite Flügel? Damit kannst du doch nicht mal fliegen, du Idiot. That escalated quickly. Dann bringen wir es mal zu Ende. Adam und Eva, beide quasi halb nackt hier am Kämpfen. Würde mich nicht wundern, wenn die finale Cutscene irgendwie nicht ganz jugendfrei wäre. Aber der wehrt sich ja irgendwie nicht mal, kann das sein? Der ist ja gleich schon tot. Was ist denn das hier für ein enttäuschender Scheiß? Wow, oh, da musste ich ja kurz Angst vor häuslicher Gewalt haben. Das war jetzt nicht der Endkampf, oder? Der verarscht mich doch, der trollt doch. Wo ist deine zweite Phase? Zeig sie mir. Ein paar Sekunden später. Ich glaube, manchmal sollte man vorsichtig sein mit dem, was man sich wünscht. Das sieht auf jeden Fall jetzt schon eher aus wie ein Endboss. Ich fühle mich wieder ein bisschen wie ein Elden Ring hier gerade. Der hat auch eine leichte Veränderung vorgenommen optisch. Ich weiß nicht, woran es liegt. Kann natürlich auch einfach nur sein, dass das Licht gerade ein bisschen anders auf Adam hier strahlt, aber Jesus Christ. Warum hat er auf einmal drei Arme? Damit könnte er Eve aber hier auch auf andere Art und Weise das Leben schön machen. Sass. Sind das wirklich goldene, fliegende Babys? Oder lässt die Wirkung vom Alkohol schon wieder nach? Aber wir haben ihn jetzt erstmal den Taki-Modus an und dann rasieren wir den hoffentlich so auseinander wie den anderen Boss damit. Oh, wenn ich mir so die Lebensanzeige ansehe, wird das nichts. Und er steht auch schon wieder. Jo, das kann ja was werden. Ist natürlich klasse, wenn die kommen, während du keine Munition mehr hast. Oh, das war zu spät. Bin ich jetzt wirklich direkt tot? Kann man dem noch ausweichen? Wow, das war natürlich sehr badass. Aber er steht noch. Kriegt einen Gnadenstoß? Jawohl. Und damit sollten wir es geschafft haben. Und wenn ich so rausgucke, ist es schon dunkel. Und wir haben tatsächlich den ganzen Tag dafür gebraucht. Jetzt möchte ich aber auch ein Like und ein Abo sehen für die Mühe. Dankeschön. Nö. Also irgendwie fühlt sich das Ganze so unvollständig an. Oder was hast du, Kirby? Du warst auch die ganze Zeit dabei. Erzähl mal, ich habe die Story noch nicht so richtig verstanden. Ja, du bist auch irgendwie ein bisschen verwirrt, kann das sein? Oh, aber. Ja, was? Oh, aber. Jetzt zeig. Spann mich nicht so auf die Folter. Was sehen wir da krasses jetzt noch? Ich muss nämlich mal mit dem Hund runter. Kannst ja normal los. Was ist das denn jetzt? Hä? Was sollen wir das sagen? Ich bin so verwirrt. Keine Ahnung, was wir das sagen sollen. Ich danke auf jeden Fall trotzdem fürs Zuschauen.